Wir wollen uns noch ein bisschen weiter mit Energien beschäftigen. Also, wir hatten ja im letzten Video gesagt, dass wenn wir eine Kraft ausüben, ich nenne die Kraft jetzt mal F, auf ein Objekt mit der Masse m, also hier ist unser Objekt und das hat eine Masse m, und wenn das dann aufgrund dieser Krafteinwirkung bewegt wird um irgendeine Strecke s, dann haben wir Arbeit verrichtet. Oder andersrum gesagt, wir haben Energie in dieses Objekt reingesteckt. Und allgemein gesagt hatten wir ja gesagt, dass ich versuche mal die Farben beizubehalten. Wir hatten gesagt, dass F mal S ist ja einfach nur die Arbeit gewesen, die wir verrichtet haben. Und die ist aber das gleiche wie die Energie. Das heißt, wir haben ja hier Energie reingesteckt in dieses Objekt und daraufhin hat es sich bewegt. Also das, was mit Bewegung zu tun hatte, war das kinetische Energie, weil es sich ja bewegt hat. Und kinetische Energie, hatten wir uns auch noch hergeleitet, kann man berechnen mit 1/2 Masse mal Geschwindigkeit. So, jetzt fragt man sich natürlich, okay, wofür hilft mir das denn alles überhaupt? Also ich kann ja nochmal hinschreiben, das hier ist kinetische Energie, Ekin, und das hier drüben war die Arbeit. Das hier war die Arbeit. Und das ist genau deswegen hilfreich, weil man festgestellt hat, dass Energie, es gibt diesen Energieerhaltungssatz, so heißt der, ähnlich wie der Impulserhaltungssatz, und der besagt, dass Energie kann nicht erschaffen oder zerstört werden, Energie bleibt immer da, kann maximal umgewandelt werden. Und das ist ziemlich hilfreich, wenn wir jetzt zum Beispiel, gucken wir doch mal, machen wir mal ein Zahlenbeispiel, dann ist das vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Also wenn wir jetzt hier unseren Block haben und den haben wir so bewegt mit dieser Kraft, dann kommt der Block ja irgendwann hier hinten an und sagen wir mal, der hat 5 Kilogramm Gewicht, also Masse von 5 Kilogramm und hat eine Geschwindigkeit von, ich weiß nicht, nehmen wir 7 Meter pro Sekunde. Dann können wir ja, ohne zu wissen, was vorher passiert ist, also wir wissen jetzt nicht, wir gucken jetzt in den Raum und sehen nur, oh, da ist irgendein Block, der sich mit 7 Meter pro Sekunde bewegt. Und ohne zu wissen, wie viel Kraft auf ihn eingewirkt wurde oder wie viel Weg er schon zurückgelegt hat, können wir ja jetzt bestimmen, wie viel Energie in ihm drin steckt. Die kinetische Energie, die in ihm drin steckt, ist ja 1/2 mal sein Gewicht, also 5 Kilogramm, mal das Quadrat seiner Geschwindigkeit, also 49 und Meter Quadrat durch Sekunde zum Quadrat. Und das ist 5 mal 49. 5 mal 50 sind 250, sind 125, sind 122,5. Und an Einheiten hätten wir Kilogramm, Quadratmeter, Quadratsekunde. Aber wir wissen ja schon, dass Kilogramm mal Meter durch Quadratsekunde ist ja schon ein Newton. Und dann bleibt ja noch einmal Meter übrig, also Meter. Oder 122,5 Joule. Und das Tolle daran ist, da wir ja jetzt wissen, dass Energie nicht verloren gehen kann, heißt das ja, wenn in diesem Objekt jetzt hier 122,5 Joule drinstecken, dann kann man sich diese 122,5 Joule da ja sozusagen auch wieder rausholen und kann diese Energie umwandeln in andere Energie, also in andere Energieformen. Energie gibt es ja zum Beispiel einmal als kinetische Energie oder, wie wir nachher noch kennenlernen, zum Beispiel auch als Ruheenergie, also als potenzielle Energie. Und da gucken wir uns das am besten an. Dann kann man sich vielleicht besser vorstellen, was man davon hat, wenn man jetzt weiß, dass man, oder du hast ja eine Arbeit verrichtet von 122,5 Joule, um ihn auf diese Geschwindigkeit zu bringen von 7 Meter pro Sekunde. Und wenn du die Arbeit einmal reingesteckt hast, dann kann man sich die da sozusagen auch wieder rausholen. Zum Beispiel irgendeine Maschine kann damit ja betrieben werden oder irgendwas anderes. Aber gucken wir uns lieber nochmal die andere Energieform an, die wir in der Mechanik noch häufig benutzen werden. Und zwar, wir haben jetzt hier unten, haben wir Gras. Das ist unser Boden. Hier ist Gras. Und wir haben jetzt ein Objekt genommen mit einer Masse m und wollten das hochheben vom Boden. Also hier war 0 und haben das jetzt hochgehoben um eine gewisse Höhe. Also ich nenne es mal h. Einfach nur, weil h für Höhe steht. Wir hätten es jetzt auch s nennen können, aber h für Höhe, denke ich, das passt besser. Wir wissen ja schon, dass der Block nach unten gezogen wird mit der Gewicht, aufgrund der Gravitationskraft. Und wir wählen jetzt unsere Kraft, mit der wir ihn hochheben, einfach genau so groß, wie die Gravitationskraft auch ist. Das heißt, wir werden ihn bewegen und er wird dann in einem konstanten Zustand bleiben. Also wir beschleunigen ihn einmal ganz kurz und dann heben wir ihn weiter hoch, einfach nur mit der Gewichtskraft, also einfach nur mit m mal g. Wenn er einmal kurz beschleunigt wurde, wenn er halt irgendeine minimale konstante Geschwindigkeit hat, dann halten wir, wenn die beiden Kräfte ja gleich groß sind. Also ich hätte, okay, warte, ich mache den Fall hier lieber noch ein bisschen verhältnismäßiger.
Also wenn wir den jetzt ungefähr so machen, dann passt das ja. Also der Pfeil ist genauso groß wie der hier, weil wir einfach nur genau so viel Kraft nehmen, um ganz genau die Gravitationskraft auszugleichen. Dann sieht unser Verhältnis von hier oben ja folgendermaßen aus. Also wir haben ja gesagt, F mal S ist die Arbeit. Und da können wir mal gucken, wir haben jetzt hier F, haben wir gewählt mit M mal G in unserem Beispiel. Also wir wählen die Kraft, die genauso groß ist wie M mal G. Und als Weg, den wir zurücklegen, okay, das haben wir jetzt einfach nur H genannt, aber es ist ja an und für sich nichts anderes als ein Weg. Nur, dass er diesmal direkt nach oben geht. Mal H. Und das hier hinten, die Arbeit, die man verrichtet, um etwas hochzuheben sozusagen, die nennt man auch potenzielle Energie. E-Pot für potenzielle Energie. Und die heißt deswegen potenzielle Energie. Du kannst dir ja vorstellen, wenn das Objekt jetzt hier oben angekommen ist, dann haben wir ja Arbeit reingesteckt. So wie der Block hier hinten, der ja eine Geschwindigkeit hatte. Und wir heben jetzt den Block hoch. Und auch wenn er sich hier oben nicht mehr bewegt, dann haben wir ja schon Arbeit in ihn reingesteckt. Das heißt, hier oben ist die potenzielle Energie von ihm an seinem Maximum sozusagen. Also so hoch, wie wir ihn hier gehoben haben, hat er hier eine gewisse potenzielle Energie. Und das heißt einfach nur deswegen potenzielle Energie, weil dieser Block jetzt sozusagen das Potenzial hat, ja wieder Arbeit zu verrichten. Also in ihm steckt ja noch Energie drin. Das heißt zum Beispiel, wenn wir ihn jetzt, also das Potenzial, das er hat, ist ja zum Beispiel, wir können ihn einfach fallen lassen. Dann wird er ja mehr oder weniger von selbst sozusagen eine Geschwindigkeit aufnehmen, also er wird anfangen zu beschleunigen, bis er wieder am Boden aufkommt. Wenn er am Boden aufgekommen ist, dann hat er seine potenzielle Energie wieder komplett verloren. Also wir können uns ja mal auch nur Zahlenbeispiele angucken. Zahlenbeispiele sind eigentlich immer, sind immer schön. Ich mache es mal so, dann haben wir das da oben noch drauf. Also, wir heben jetzt irgendwas hoch. Und zwar um eine Höhe, nehmen wir 100 Meter. Um 100 Meter. Hier unten ist der Boden. Hier ist der Boden. Und wir haben jetzt irgendwas hochgehoben. Und zwar genau auf die Höhe von 100 Metern. Also hier ist unser Objekt jetzt. Und sagen wir mal, das wiegt, machen wir der Einfachheit halber, 91 Kilogramm. Das heißt ja, wenn wir unsere Formel hier oben hernehmen, dass die potenzielle Energie ist genauso groß wie seine Masse, also 1 Kilogramm. 1 Kilogramm mal die Fallbeschleunigung, 9,8 Meter pro Quadratsekunde, mal die Höhe. Mal die Höhe und die war 100 Meter. In unserem Objekt steckt also, wenn wir es bis hier hochgehoben haben, dann ist es ja wieder in Ruhe. Aber es steckt trotzdem Energie drin. Und diese Energie ist dann genauso groß wie 9, 800, 890 Kilogramm Meter pro Quadratsekunde. Das ist ein Newton. Und hier hinten haben wir noch einen Meter übrig. Also 980 Newtonmeter oder, wir haben ja schon gesehen, wir können auch sagen 980 Joule. Das ist beides genau das Gleiche. Das heißt, er hat jetzt hier oben eine potenzielle Energie von 980 Joule. Und 980 Joule. Und wieder diese Arbeit können wir für uns nutzen. Also wir können ja zum Beispiel, wenn er jetzt hier oben festgebunden ist und ich weiß nicht, hier hängt jetzt irgendwie eine Maschine dran zum Beispiel und du lässt den Block fallen, dann zieht der Block ja zum Beispiel an der Schnur. Er verrichtet also Arbeit. Das Interessante ist jetzt allerdings, wenn hier oben die potenzielle Energie 980 ist und er jetzt hier runterfällt, dann können wir mal kurz ausrechnen, wie groß seine potenzielle Energie hier unten ist. Also da oben ist die 980 und hier unten wäre es ja dann seine Masse 1 Kilogramm mal seine Höhe, die ist ja dann 0, mal die Fallbeschleunigung. Aber da wir ja schon einmal 0 drin haben, ist ja eine potenzielle Energie hier unten also wieder 0 Joule. Aber wir haben ja eben gerade gesagt, dass Energie nicht verloren gehen kann. Energie wird immer nur umgewandelt. Die Frage ist natürlich jetzt, wo ist diese Energie denn hin? Und ich merke gerade, dass das Video schon wieder ein bisschen lang geworden ist. Du kannst ja schon mal überlegen, wo die Energie hingegangen ist. Weg ist sie auf jeden Fall nicht. Aber ich denke, du kannst dir ja vielleicht schon vorstellen, oder hast bestimmt schon eine Vorstellung davon, wo die Energie hin ist, weil wenn das Ding hier runterfällt und das unten aufkommt, dann wird es ja ziemlich schnell sein. Aber dazu mehr im nächsten Video.